Die Tribünen voll besetzt im Kölner Rhein-Energiestadion und die Stimmung auf dem Siedepunkt. Denn das Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach steht 4:1 für Absteiger FC. So irreal schön ist's im Lego-Stadion von Köln-Fan Stefan Kurenbach aus Oppenfels. Ich bin da wirklich stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Sieht schon gut aus. Findet auch der FC Köln, hat Kurenbachs Lego-Stadion auf der Fanpage gepostet. Vor 3 Jahren hatte er angefangen zu bauen, hat 500.000 Lego-Steine auf 20 Platten verbaut. Und alles wegen einer Wette, schlicht um einen Kasten Bier. Mit 12 Jahren habe ich angefangen mit Lego zu bauen und habe dann bei der Lego-Meisterschaft, deutschen Lego-Meisterschaft, den 3. Platz gemacht mit einem Stadion. Damit habe ich immer rumgeprahlt. Ja, hier, der Herr der Lego-Steine. Ich habe gesagt, komm, ich schaffe es bis zur Fußball-EM, dieses Fußballstadion nachzubauen. Er hat gesagt, schaffst du nicht? Ich habe gesagt, schaffe ich. Hier, voilà. Fast fertig, sein Stadion, das früher Müngersdorfer Stadion hieß. Müngersdorfer Stadion, das ist mein Lied. Und das ist seine Pyrotechnik. Jawohl, da ist es. Ein echter Hingucker bei den Kölner Ultras. Im Lego-Stadion gibt's auch Randale. Die Ultras bekommen es mit der Polizei zu tun. In 85 Shops gibt's Pommes und Eis, der Dönerspieß dreht sich. Und in der Hall of Fame mit Originalunterschriften. Janet Barski Nummer 10, Thomas Hessler Nummer 7 und Wolfgang Overath Nummer 10. Alle Weltmeister. Das sind halt Helden meiner Jugend. Dazu muss man sagen, dass Wolfgang Overath mit meinem Vater in Siegburg in eine Schule gegangen ist. Meine Mutter war Klassenlehrerin von Bodo Ilkner. So ist das auch entstanden mit dem FC, ne? Und so ist Stefan Kurenbach schon als Kind im Stadion. In jungen Jahren wird er Sänger, Teenie-Star, wird zu Kuri krass regional erfolgreich. Er bleibt FC-Fan, wird Freund von Udo Lindenberg und schreibt sogar dessen Udo-Grafie. Und dann war es so, da habe ich ihn mal gefragt, hier hast du Lust, eine private Loge im FC Köln-Stadion zu bekommen, also in meinem Lego-Stadion. Und er hat gesagt, ja, mache ich, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Udos Loge aus Lego ist zu sehen am Samstag, wenn Kuri das fertige Stadion präsentiert. Und dann darf auch sein Kumpel nicht fehlen, mit dem er vor 3 Jahren gewettet hat. Samstag bist du hier, 14 Uhr, okay? Ja, wirst du sehen. Ja, auf jeden Fall siehst du, Kiste Bier gewonnen.